zeige ich euch, wie ihr auf Paul Berger RP spielen könnt, Leute. Und im Grunde ist es ganz einfach. Ihr braucht nämlich als erstes erstmal Discord, Leute. Und das könnt ihr einfach in der Beschreibung, der erste Link, Discord, könnt ihr einfach runterladen, Download für Windows. Einfach raufklicken, runterladen, installieren und einloggen. Wenn ihr das getan habt, Leute, dann müsst ihr einfach den zweiten Link in der Beschreibung drücken. Und zwar ist das nämlich hier die Webseite paulberger.gg. Und dann drückt ihr einfach nur noch auf Jetzt spielen. Und dann kommt ihr ganz mal auf den Discord von uns drauf. Und wenn ihr hier drauf seid, Leute, dann müsst ihr eigentlich nur noch den Haken einmal andrücken. Dann seid ihr freigeschaltet für den Server und dann könnt ihr eigentlich schon das Spiel runterladen und 5M starten. Und das zeige ich euch jetzt. Nämlich müsst ihr einfach den dritten Link in der Beschreibung anklicken. 5M ist das Ganze. Das ist quasi für GTA die Erweiterung, damit ihr online mit uns spielen könnt. Und deswegen drückt ihr auf 5M, also auf den dritten Link in der Beschreibung und dann auf Download, Leute. Wenn ihr das Ganze runtergeladen habt, müsst ihr einfach nur einmal draufklicken und das Ganze installieren. Und wenn ihr das installiert habt, Leute, das dauert manchmal ein bisschen. Ihr müsst noch so ein Update runterladen, dann seid ihr richtig up to date und dann läuft alles wunderbar. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch 5M starten. Dann müsst ihr eigentlich nur noch hier oben auf Play drücken. Dann gebt ihr hier oben in der Suchleiste Paul Berger RP ein und dann findet ihr schon unsere drei Server. Blau, Gelb und Rot, Leute. Und die Server sind eigentlich alle gleich. Ihr könnt euch entscheiden und dann solltet ihr immer auf demselben spielen, damit ihr natürlich euren Fortschritt auch speichert. Dann drückt ihr auf den Server eurer Wahl, zum Beispiel jetzt auf den gelben Server. Und dann nur noch auf Verbinden, also auf Connect drücken. Und dann geht's schon los, Leute. Dann lädt alles runter und dann kann es losgehen. Dann seid ihr im Spiel, dann macht ihr vielleicht noch den Sprachchat im Spiel an, aber im Grunde kann es dann losgehen. Aber Leute, ganz wichtig, auch der vierte Link in der Beschreibung. Ihr müsst das Regelwerk lesen, Leute. Das ist richtig wichtig. Denn wenn ihr das Regelwerk nicht gelesen habt, Leute, dann werdet ihr nur Probleme auf dem Server haben. Also das geht ganz schnell. Haltet euch an die Regeln und ich wünsche euch ganz viel Spaß auf Paul Berger RP. Let's go!